Was geht ab, meine Seafighter, außer dir und heute im Super Battle Road wieder mit dem Shadow Dragon Team. Erstmal an euch danke für das Feedback beim Peppy Gods Team zu der Frage, ob es ein Live-Commentary sein soll oder also ob ihr damit ein Problem habt oder nicht. Es war mehr oder weniger so 50-50, deswegen gestern haben wir ein Live-Commentary gemacht. Lasst uns heute das mal gemeinsam spielen. Was heißt gemeinsam, sondern live. Ich spiele das jetzt quasi und also in ja live jetzt zur Zeit, in dem ich aufnehme. Ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Genau, wir haben Shadow Dragon Team. Freunde, Shadow Dragon Team, da müssen schon die richtigen Charaktere sein. Mein Team sieht folgendermaßen aus. Nennenswert wäre vielleicht noch Super Saiyan Trunks GT. Den könnte man eventuell auch spielen. Vielleicht sogar für Vegeta, um ehrlich zu sein. Für vierfachen Vegeta, denn wir treffen auf keine Strength-Charaktere zu im Super Battle Road von den Shadow Dragons. Es gibt, Freunde, ich habe euch eine Liste zur Verfügung gestellt bei dem Guide von LR Goku, von dem Int LR Goku. Schaut da am besten mal rein, beziehungsweise ich werde den Link auch in die Beschreibung setzen. Falls ich es vergesse, dann erinnert mich auf jeden Fall daran. Und dann, ja, ich setze euch jedenfalls in die Beschreibung eine Liste, oder den Link besser gesagt. Und da steht dann dran, welche Gegner in welcher Stage kommen. Und es sind immer diese Gegner. Heißt, schaut da auf jeden Fall rein und guckt, braucht ihr überhaupt gewisse Typen? Zum Beispiel, wie gesagt, hier treten keine Strength-Charaktere auf. Eigentlich bräuchtet ihr keinen Vegeta. Vegeta habe ich trotzdem mitgenommen bei mir, weil Super Saiyan 4 Vegeta ist ein guter Charakter. Er hat bei mir 3 Dupes. Habe ich ihn mit reingepackt und wir wissen, dass Shadow Dragon Charaktere an sich gibt es nicht so viele. Da muss das Team schon stimmen, Freunde. Und da will ich auch, euch auch nicht verzählen. Omega-Stellung braucht ihr ums Verrecken. Guten Omega-Stellung, sei es ihr selbst. Oder der Friend dann, wenn ihr einen Friend auf 100% findet, nimmt ihn auf jeden Fall. Vierfache Gogeta ist auf jeden Fall wichtig in diesem Team. Full Power Goku, vierfache Vegeta könnte man vielleicht ersetzen, bin ich ehrlich. Oder die anderen Charaktere, Sin-Stellung könnte man vielleicht auch ersetzen. Ich habe ihn trotzdem mit reingenommen, erstmal auf 100%, denn er verringert Verteidigung der Gegner um 30%. Gepaart mit Omega-Stellung funktioniert er sehr gut. Ansonsten habe ich noch ein paar mitgenommen. Ich habe sie auf ihre Zeit Dupes geöffnet, beziehungsweise alle Dupes, aber nur 2 geskillt. Hab sie auf 15 Dodge gebracht. Sie soll nur Dodge, sie ist Supporterin. Mehr soll sie nicht machen. Und ansonsten, Freunde, mich ehrlich, eigentlich bin ich der Fan davon, dass ich immer ein Omega-Shenlong in einer Rotation behalten werde. Denn Omega-Shenlong senkt Angriff und Verteidigung der Gegner um 20% von jedem. Und FIFA Greater senkt von Extreme Class Enemies, und das sind hier die Shadow Dragon Charaktere, auch um 20% Angriff und Verteidigung. Hat noch eine Chance, Ulti zu dodgen. Wenn ich ehrlich bin, würde ich das Ganze eigentlich so halten. Um ehrlich zu sein. Dann gehen wir. Okay, ja, der kann auf jeden Fall auf den gehen. Ja, vielleicht hätte ich Omega-Stellung ganz nach links stellen können. Aber die Sache ist halt, da sind viele Angriffe. Wir hätten mehr Verteidigung. FIFA Greater oder Omega-Stellung. Okay, aber die Sache ist halt an Omega-Stellung. Am Omega-Stellung gesagt. Am FIFA Greater, der hat eine High Chance, die gegnerische Super Attack zu dodgen. Deswegen. Ja, der bekommt. Also. Es gibt keinen richtigen Tank, sage ich mal, in diesem Team. Aber es gibt gute Debuffer und solche, ja, der dodgt es nicht. Und solche, die quasi Ultis dodgen. Okay, wir haben aber hier Icarus zuvor aktiviert, das hat uns auf jeden Fall gut getan. Wieder nicht gedodged, FIFA Greater, dein Ernst? Normalerweise dodge links und rechts, aber heute will er nicht. By the way, das ist quasi, also ich habe Shadow Dragon schon geschafft gehabt. Ich habe alles geschafft bis jetzt, außer auf Gods, Fusion und Extreme Class. Wir werden auch natürlich die Super Battle Road Stages in den Livestreams angehen. Heißt, wenn ihr Lust und Zeit habt, könnt ihr gerne in den Livestreams vorbeischauen. Der Link ist in der Beschreibung. Wir gehen zum Beispiel jetzt, an dem ich das drehe, am Dienstag in der Woche. Das wird der 11.12. sein, 2018. Für diejenigen, die es später anschauen, ist es uninteressant. Aber schaut am besten jede Woche. Wird Montag aktualisiert. In den Streamplan, der ist in der Beschreibung auf Twitch oder Discord. Damit ihr wisst, wo, wie, wann ich online gehe. Und wie gesagt, mit Dokkan gehen wir auf jeden Fall auch online und den Super Battle Road Stages. Hier haben wir jetzt. Sollte ich ein Item aktivieren? An sich eigentlich vielleicht ja. Weil Icarus ist nicht mehr aktiv. Pan könnte vielleicht ein bisschen Schaden bekommen. Ja, schauen wir mal, wie das Ganze läuft, Freunde. Ihr könnt mich auf jeden Fall gerne wissen lassen oder euch selbst in den Kommentaren. Wie seid ihr vorangegangen in den Shadow Dragon Team? Ganz ehrlich, aber Shadow Dragon Team braucht man schon die richtigen Charaktere. Was ist denn hier los? Oh je, oh je, oh je. Warum man schon die richtigen Charaktere von Omega-Stellung wissen muss, sage ich. Omega-Stellung FIFA Greater. Die zwei wären so ein Muss.
Wie gesagt, ohne Spaß, FIFA Vegeta könnte man vielleicht verzichten. Ich habe ihn trotzdem mitgenommen, weil wir kämpfen nicht gegen Strength-Charakter. Aber FIFA Vegeta, wenn er neutral ist, dann macht auch gut Schaden, wenn er Dupes hat. Bei euch so ist nicht. Aber außerhalb davon. Ja. Ah, guck mal, der hat 89.000 Verteidigung. Krass. Eigentlich will ich immer ein Omega Shenlong behalten. Like, ohne Spaß, weil Omega Shenlong mit seinem Debuff und Gogeta. Die Rotation so, die debuffen die Gegner so bis uns. Negative, sag ich mal. Geht zwar nicht wegen Prozenten, aber. Also, die geben einen guten Debuff, so, sag ich mal. Aber gut, ob so oder so, Freunde. Super Saiyan Strength Trunks wäre auf jeden Fall eine Option. GT Trunks aus den Shadowrun Charakteren. Dann gibt es zum Beispiel noch den Tech GT World Tournament Vegeta. Super Saiyan, der, wenn er 99% und drunter fällt, bekommt er, glaube ich, auf Angriff und Verteidigung 90%, sowas in der Art. Den könnte man vielleicht auch benutzen, so ist es nicht, aber. Ja, ihr habt es wahrscheinlich gemerkt. Also, Shadowrun an sich gibt es hier so viele Charaktere, da braucht ihr schon die richtigen. Ihr könntet auch auf Shenlong verzichten und dafür, weil der tut nur die Verteidigung des Gegners senken. Und dafür vielleicht, wenn ihr einen gut besseren Strength Trunks habt, Super Saiyan Trunks GT, den reinpacken, um ehrlich zu sein. Das würde auf jeden Fall gehen. Aber Shenlong ist bei mir auf 100%, den habe ich mitgenommen einfach so. Der hat auch mehr Verteidigung als Omega Shenlong. Mein Omega ist auch auf 100. Tatsächlich. Machen wir das Ganze einfach so. Full Power Goku, ja, habe ich auch mit am Start. Full Power Goku auch wichtig. Je höher unsere HP sind, desto tankier wird er auch. Hat bei mir kein Dupe. Aber ja, dementsprechend ist es schon gut. Und mein Shadow Dragon Team an sich ist auch gut, Freunde. Also das muss ich auch dazu sagen. Alle außer Full Power Goku haben ein Dupe. Mindestens ein. Mindestens drei. Mindestens... Ja, legit mindestens drei. Also das Team ist echt gut bei mir an sich auch. Wisst ihr, was ich meine? Bei den Shadow Dragons. Ich will es einfach nicht sagen, weil ich so oft gesagt habe, aber das Team muss stimmen. Aber wie gesagt, lasst mich auch wissen in den Kommentaren, habt ihr es geschafft mit den Shadow Dragon Charakterien, auch im anderen Setup und so und so fort. Könnt ihr es gerne wissen lassen. Hilft euch da auf jeden Fall gegenseitig aus. An sich poste ich auch immer auf Twitter, Freunde. Checkt meinen Twitter an der Stelle ab. Link ist in der Beschreibung zu einem Social Media Kanal. Da poste ich immer die Versuche, wie mit welchem Team ich es geschafft habe, die jeweiligen Stages. Heißt, ihr könnt da gerne mal einen Blick drauf werfen. Da poste ich dann immer die Bilder vom Screen, wo man das schafft. Oh, damit ihr da auf jeden Fall gedeckt seid. Oder sehen könnt, wie ich das geschafft habe, bevor ihr ewig auf die Videos warten müsst, sag ich mal. Okay. Wisst ihr was? Ich habe hier Double Debuff. Ich aktiviere mal Android Nummer 8. Wir heilen uns, erhöhen unsere Verteidigung 50%. Omega. Ich glaube, ich werde hier auf eingehen. Erstmal stur. Vielleicht noch. Okay, nee, mit FIFA geht er nicht. Aber ich glaube, ich hau erstmal. Ich habe auch keinen Int-Charakter, ne? Merke ich gerade. Int-Eis-Shenlong gibt es, Freunde. Ich glaube, der ist gar nicht mal so schlecht in der Passive. Das ist ein Free-to-Play-Charakter. Ist er, glaube ich. Der ist, glaube ich, ein Debuff, oder? Das ist der, gegen den wir gerade kämpfen. Ich schau mal nebenbei einfach nach. Das können wir zum Glück. Check ich mal die Shadow Dragon Charaktere raus. Ich hoffe, ihr habt damit kein Problem. Und ansonsten lassen wir das Ganze hier mal laufen. Aber. Tatsächlich auch ein Charakter. Legit. Also, Shadow Dragon Team können die erst gerne mal mit besseren Charakteren boosten, um ehrlich zu sein. Nicht besseren, sondern mehreren Charakteren, weil. Da fehlt schon einiges. Biel, da fehlt schon einiges. Pan, komm schon, du hast Dodge. Das Dodge jetzt, oder Pan? Okay. Heute nicht. Naja, okay, aber, boah, die Rotation ist umso geiler, denn, boah, da hinten Vegeta hinzustellen, macht mir schon ein bisschen Angst, um ehrlich zu sein. Aber, wenn wir den Int rausnehmen können, dann hätte ich nichts dagegen. Wie machen wir das? Weißt du was? Lass Ghost Rush aktivieren, wir haben noch einen Ghost Rush. Die andere Rotation, wenn wir einen hier rausbekommen, dann ist es angenehmer für uns. Let's go, genau. Genau, Freunde, wie gesagt, nebenbei gucke ich einfach mal nach. Sorry dafür auf jeden Fall. Wenn euch das Ganze bis jetzt schon gefallen hat, ihr kennt die Standardfloskeln, aber. Ja. Dann gebt den Ganzen auf jeden Fall ein Like, Freunde. Und falls ihr neu seid, dann. Drückt auf den Abo-Button. Jede Unterstützung zählt und über jeden bin ich freundlich. Freundlich, ja. Über jede bin ich dankbar. Ihr merkt schon, ne? Ihr merkt schon, wenn man das Ganze so spielt, gucken muss und so weiter und so fort, dann kommt man halt durcheinander, aber. I've got this, man. I've got this. Multiple choice, okay? Multiple choice. Was für Multiple choice? Oh mein Gott, einfach
Klausur ankreuzen, GG. Nicht Multiple Choice, Multitasking. Einfach, was ist Multiple Choice? Woher? Keiner weiß. Okay, ich beruhige mich wieder. Multiple Choice, alles klar. Multitasking. Oh, Multitasking ist das Wort, das ich gesucht habe, oder? Egal. Hier, Ice Shenlong. Was hat ein Ice Shenlong mit drauf? Gucke ich gerade nach, nebenbei, wie gesagt. Ah, den Gegner, den er angreift, dessen Angriff und Verteidigung senkt um 20% und durch die Ulti tut der greatly die Verteidigung senken vom Gegner, aber macht nur Extreme Damage. Aber als Free-to-Play-Charakter mit so einer Passive, warum nicht? Also, kann man vielleicht mitnehmen. Hat auch dann natürlich Shadow Dragon, Slings, GT, Shocking Speed, Brutal Beatdown. Wäre vielleicht ein guter Ersatz, um ehrlich zu sein. Vielleicht, warum nicht? Was kann Attack? Nun war Shenlong. Gucken wir mal auf den. Keep plus 93% when facing only one enemy. Ja, den könnt ihr in die Tonne werfen im Super Battle Road. Wir kämpfen da niemals direkt von Anfang an gegen einen Gegner. Also, doch. Bei manchen Super Battle Kategorien steht es schon, aber das ist dann, wenn dann, der letzte Gegner. Okay. Sinn hat mehr Leben, ne? Weißt du was, ich gehe mal ein Risiko ein. Ich werde mich nicht healen. Ich habe keinen Bock auf den Heal. Werde ich vielleicht bereuen? Aber no risk, no fun. 4 Items und Doka-Mode eventuell. Wenn ich das in die nächste Runde mitnehmen kann, wäre es geil. Komm, Omega, zeig uns mal, was du drauf hast jetzt. Oh, look at the moves, look at the plays. Ey, wir wollen eine Ulti, Mann. Omega schon lang. BD, 100%. Was? Nur 2? Nur eine Additional Attack danach. Alla. Ja, guck mal, okay, das funktioniert doch ganz gut, wenn man jetzt sein. Das hat das Geile dann an den Shadow Dranks, ihre Debuffs, die reißen es halt links und rechts. Oh, wow, what you don't know. Oh nein! Ich will kein Doka-Mod. Kann ich das verhindern? Verdammt, dann auch noch auf Vegeta. Ich wollte kein Doka-Mod eigentlich. Sonst hätte ich das nicht auf Vegeta gegeben, weil der Typ einen Nachteil hat. Aber ich kenne Vegeta, der hat einen Crit raus. Easy. Ah, nein. Lol, ich sehe gerade den Strength Omega Shenlong. Willkommen, du Grim. Aber der ist auch Omega Shenlong. Aber Strength Omega Shenlong, Freunde, wenn ihr einen guten habt. Also in Shadow Dragon geht dann nicht, weil Omega Shenlong physisch der Leader ist. Die haben denselben Namen. Oh, danke für den Crit. I appreciate the love. Wenn ich jetzt wegen dem verliere, dann gibt es ein Double Time. Gogeta. Look at the moves, look at the plays from Gogeta. Dankeschön. Aber Strength Omega Shenlong, der verringert allein durch die Passive schon gegnerischen Angriff um minus 30%. Heißt, Omega Shenlong für ein Extreme Class Team kann ich zum Beispiel empfehlen, wenn ihr da einen habt. By the way, wundert euch nicht, dass da oben so abgeschnitten ist oder unten. Das liegt einfach von der Skalierung. Vom Handy, genau. Aber ich musste das so schneiden, damit das hier in dem Gameplay passt. Ja, Freunde, aber hier sind wir noch sehr schön rein. Und hier werde ich mich jetzt erstmal darauf konzentrieren, den Tech rauszuhauen, weil ich habe keinen Int-Charakter. Ich habe viele Tech-Charaktere, die einen Typenvorteil haben gegenüber dem, wie heißt der Dackel, Sinchelung AGL. 44.000 hat nur Goku. Aber da greifen viele Tech-Charaktere an. Ich werde mal stur auf Nova Shenlong gehen. Weißt du, vielleicht kann ich auch mit Gogeta den AGL zerreißen. Nee, ich geh mal stur auf Nova Shenlong. Ich will den weghaben, weil ich hab keinen Strength-Charakter. Heißt, dieser AGL, der juckt mich nicht. AGL-Charakter habe ich auch nicht. Doch, habe ich Vegeta. Aber gut, lass uns mal das aktivieren. Ja, nein, bitte, ja. Vielleicht. Ich aktiviere mal Ikaros. Und ja, wir gehen dann stur, wie gesagt, auf die beiden Jungs. Und schau mal, wie das Ganze läuft, genau. Ja, nicht wundern, wie gesagt, nebenbei schaue ich nach. Wegen weitere Shadow Dragon Charaktere, aber es gibt halt legit nicht so viele. Wie gesagt, dieser GT Vegeta, der Tag aus dem World Tournament. Kein Crit. Ja, okay, der hat eh nur Level 5 Crit. Level 5. Ja, Crit. Oh, wenn ich die Ulti bekomme, wird das verdammt nochmal wehtun. Ich hätte vielleicht mich healen sollen. Attack plus 90%. Oh, okay, der kriegt nur Attack plus 90%, wenn die HP 99% und drunter sind. Das ist im meisten Fall der Fall. Außer wenn du direkt mit 100% reingehst und er ist drin. Aber erhöht seine Verteidigung 30% für 6 Runden. Big Bad Boss aktiviert sehr schön. Das sollte nicht... Okay, ja. Sollten wir eigentlich hoffentlich überleben. Und schaut mal, die fängt seine Verteidigung die ganze Zeit von dem links-rechts klatschenden weg. Das ist... Guck mal, ja, BD. Big Bad Boss ist getriggert. Das ist das Geile an der Rotation.
Aber gut, so, das hier tun wir jetzt. Ghost Aschern. Ihr fragt euch, warum? Ich frag mich gerade auch, warum, um ehrlich zu sein. Wollen wir das Ghost Aschern? Ja. Auch wenn ihr hier verdammt nochmal... Ja, warte, nächste Runde ist da ein Tech-Charakter drin, Full Power Goku. Tun das Ghost Aschern. Warum? Ganz einfach. Einfach so. nee, warum habe ich das jetzt Ghost Aschert? Weil... Ah, ich wollte Big Bad Boss aktiv lassen, genau. Big Bad Bosses wollte ich aktiv lassen. Okay. Für die nächste Runde dann. Big Bad Bosses kommt überhaupt... Ja, ich habe es schon einmal rausrotiert, ne? Ja, heißt... Ja, wow, das wird sich nicht mehr aktivieren. Egal. Nächste Runde für uns. Können wir, glaube ich, mit leben. 1,6 Millionen, nice. Komm mit sie, komm mit sie. Majub, ich glaube, Majub bringt auch nicht. With the crit. Wen greift eigentlich an, Zaman? Additional Ulti? Den AGL, ne? Weil auf Tech auf den zu gehen wäre nicht so klug. Auch wenn er vielleicht critten könnte, aber ja, was soll's. Ja, Majub kannst du auch vergessen. Attack und F7000, ne? Wenn der HP was 30% und drüber sind. Genau das. Oh, lol, okay, das mit Big Bad Boss hätte ich hier abschneiden sollen. Das ist doch nicht gut. Ich Idiot. Gestern habe ich euch noch gesagt, wenn ihr Ecos aktiviert, aktiviert die Runde drauf kein Ghost Usher natürlich. Ich habe es gemacht. Ich Idiot. Was mache ich? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Was habe ich gemacht? Legit? Das war gerade richtig dumm gespielt von mir. Aber. Das war gerade richtig dumm gespielt von mir. Kein Aber. Naja, was soll's. Hoffentlich schaffen wir das noch. Hoffentlich ist die Macht von Omega Shenlong noch in uns. Oh, habe ich ein Item aktiviert? Ja, Damage Reduction, ne? Ja, okay, 73.000, das können wir. Ja, wir haben jetzt hier zum Beispiel vom Gegner, von jedem Gegner Attack und F minus 40% durch beide Omega-Stellungen. Das macht auf jeden Fall was aus. Das macht auf jeden Fall was aus. Ich werde danach nicht in die Charakterliste reingucken, Freunde. Beziehungsweise ganz kurz, weil so viele Charaktere gibt es nicht in der Shadow Dragon Saga. Ich habe ja viele euch genannt. Hebt euch aber gegenseitig aus, wie gesagt. Und dann sind wir auf jeden Fall gedeckt. Aber ich glaube, Shadow Dragon braucht man halt die richtigen Charaktere, um es einfach zu sagen. Bei vielen Super Battle Card 3 Stages gibt es Charaktere, die man, wenn man sie nicht hat, gibt es gute Alternativen. Bei Shadow Dragon ist es ein bisschen schwierig. Nächste Alternative, die mir so einfällt, die gut wäre, wäre einfach nur der Strength Super Saiyan Trunks. Natürlich wären die anderen auch nicht schlecht, wie Geta, GT und so und so fort. Aber ja. Freunde, eine Sache. Boah. Okay, stopp. Nee, perfekt. Nicht bohren. Das ist gut. Denn den klatschen wir raus. Dann greift der Tech Vegeta nicht an. Sinchalong bekommt viele Angriffe. Aber ich würde jetzt ungern ein Item aktivieren. Ihr müsst es einfach riskieren. Folgende Sache. Bei der Superclass, beim... Wieso dodgst du nicht, Gogeta? Was machst du, Mann? Der hat nicht einmal eine Ulti gedodgt. Unglaublich, normal dodge links und rechts. Jedenfalls bei der Superclass Super Battle Road, Freunde. Was dürft ihr da mitnehmen? Superclass Charaktere. Die und euer Team muss Rainbow sein. Das heißt nicht, dass ihr zwingend ein Superclass Team mitnehmen müsst. Ihr könnt auch ein Kategorie Team mitnehmen, das nur aus Super Types besteht und ein Rainbow Team. Was heißt das? Ich habe die Superclass Super Battle Road Stage, habe es auch auf Twitter gepostet, habe ich mit meinem Pure Saints Team geschafft. Ich habe da nur Super-Type Pure Saints mitgenommen, Rainbow-Team, fertig. Dasselbe geht mit Potara, ihr könnt auch ein Potara-Team mitnehmen für die Stage. Oh mein Gott, steh mir bei jetzt in dieser Schlacht. Keine Items mehr, nichts, gar nichts. Genau das, Freunde. Genau das wollte ich eigentlich vermeiden, dass es so eine brenzlige Situation wird. Aber es hat Super Battle Rodoru. Omega Shenlong, let's go. Zeig was. Sag mal, du bist auf 100%, der Friend ist auf 100%, ich bin auf 100%. Spielen jetzt. Aber nichts. Ich sehe nichts. Drop mal die Ultis. Was ist da los, sag mal? Und du bombt den mal zur Seite. Das Kranke an Full Power Goku ist massively Laurel's Death. Also minus 80% für 3 Runden auf die Verteidigung. Das werden wir auf jeden Fall abusen. Aber ja, nachdem wir den Tag weg haben. Oh, genau das. Genau das. Oh, Junge. Nachdem wir ja, jetzt mache ich so, ganz ehrlich. Pfeif auf Omega in der Rotation. Wir behalten die Super Saints. Weil, jetzt ist angenehmer für uns. Gogeta hat Typenvorteil.
drei Angriffe, auch wenn er die... Ja, endlich! Halleluja! 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 High Kick in deine Fresse! Sehr schöner Crit. 90%, okay, dann machen wir was. Komm, jetzt sie. Crits will ich sehen, Additional Ultis will ich sehen am Ende. Dies will ich sehen. Ja, das will ich nicht sehen, sag mal. Kein Unterschied von einem 1%. Natürlich ist der Schaden gering, aber bitte! Crit! Crit jetzt sie! Was ist los mit euch, sag mal? Sie haben die Dupes. Benutzen Sie die Dupes, bitte. Sie haben die Dupes. Benutzen Sie. Ja, die machen mir das total schwer. Ohne Spaß. Die machen. Guck mal. Es kann. Wisst ihr, es kann so hart noch nach hinten gehen. Es kann so hart noch richtig schlimm werden. Weil, wenn Zündschallon in Ulti bekommt oder Omega-Schallon. Ist GG. Ja. Ich habe jetzt Zinchalong in die Mitte gestellt, weil der hat mehr Verteidigung als Omega. Okay, gut. Full Power Goku bekommt's. Full Power Goku bekommt ihr. Okay, sehr schön. Full Power Goku, ich glaube, du musst das Ganze beenden. Komm schon. Dragon Fistorino, rein damit. Zack. Und. Du, mach mal was mit deinem Finger, komm. Sag mal, das kannst du nicht sein. Das kannst du nicht sein. Alle fast auf 100%. Nichts, ich sehe gar nichts. Es sei denn, ich hab's nicht gesehen. Halleluja, Freunde. So viel zum Shadow Dragon Team. Super Battle Card Restage. Aber ihr merkt selbst, Freunde. Ihr braucht halt. Man braucht wirklich. Verdammt nochmal das richtige Team. Also, Shadow Dragon ist schon. Es gibt halt kaum Charaktere so in der Shadow Dragon Saga. Gucken gleich in die Charakterliste rein, Freunde. Aber wenn ihr so ein Team habt wie ich, dann. Also, man schafft es damit. So ist es nicht. Mit euren Teams schafft man natürlich auch. Aber wie gesagt, deswegen. Wenn ihr Teams habt, mit dem ihr es geschafft habt, lasst es auf jeden Fall wissen, uns gegenseitig. Shadow Dragon Rhinos sind hier. Ansonsten, wie gesagt, so, guck mal, das ist für eine Auswahl, das ist voll wenig. Den Int habe ich nicht, vielleicht könnte man den spielen als Debuffer noch ein bisschen. Den habe ich gemeint vorhin. Der wäre eine gute Alternative für einen, den ihr nicht habt im Team, sage ich mal. Müsst ihr halt selber ein bisschen rumgucken, was da geht. Den kann man awaken, ist zwar ein Supporter, aber da nehme ich lieber Pan, wenn ich Pan habe. Und genau, ansonsten wäre es so viel zu dem Shadow Dragon Team, Freunde, zu der Shadow Dragon Super Battle Card Restage. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Like und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.